So, ich habe jetzt etwa eine Viertelstunde gewartet. Wäre jetzt nicht zwingend notwendig gewesen, aber dann kann man das sehr gut anfassen. Und ich transferiere das jetzt einfach mal hier auf das Gitter. Die Kekse sind ein bisschen weichbröselig, also man muss schon ein bisschen vorsichtig vorgehen, also alles relativ zart machen. Und wie gesagt, ich bilde es mir ein, es ist ganz gut, den Transfer zu machen, dass von unten da noch ein bisschen Luft hinkommt und die Kekse so noch ein bisschen trocknen können von unten. Man kann natürlich jetzt auch schon naschen und mal einen ersten Eindruck gewinnen, wie der Keks rauskam. Hoffentlich gut. So sehen sie eigentlich von unten aus, unter Umständen, je nachdem. Ja. So, schöne Ausbeute, das war's.